Moda Risa, echt schön, the Trick Daddy. Ey, Ma, das ist ja nicht eine natürliche Tonlage, in der ich ja sprechen würde, sondern die ist einfach so ein bisschen höher. Ich habe den Kehlkopf jetzt nicht ganz so hoch, aber schon so ein bisschen höher angesetzt. Keine Ahnung, ich habe keinen Flow. Ich bin Gesangslehrerin, kein Rapper. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Falls du neu auf meinem Kanal bist, mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Hamburg, lebe und arbeite hier in Singapur und ich helfe dir, Hashtag, eine starke Stimme zu bekommen. Und in meiner Gesangsanalysenreihe geht es darum, dass wir uns Künstler anschauen und gucken, mit was für Gesangstechniken arbeiten diese Künstler und was kannst du daraus lernen und wie kannst du das selber sogar nachsingen. Daumen hoch, Abonnement und wenn du selber Lust hast auf Gesangsunterricht online oder Gruppenunterricht, DSDS Casting Kurs, The Voice Kids Casting Kurs oder überhaupt auf Unterricht, dann schau mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Wir bieten auch verschiedene Gesangspakete an, ab 13,99 € für dich als Hilfestellung zu Hause. Rolex for Daddy, smitten girls and pinken caddy. Moda Risa, ich Trina, du Trick Daddy. Moda Risa, ich Trina, du Trick Daddy. Ja, also es ist halt sehr viel gehaucht, wie ihr seht. Und wir haben hier den Kehlkopf teilweise variiert, es kommt auch mal drauf an, was sie singt. Aber damit sie diesen süßen Sound bekommt, ist der Kehlkopf so ein bisschen höher angesetzt, ja. Ey, Ma, das ist ja nicht eine natürliche Tonlage, in der ich ja sprechen würde, sondern die ist einfach so ein bisschen höher. Ich habe den Kehlkopf jetzt nicht ganz so hoch, aber schon so ein bisschen höher angesetzt. Ne, wisst ihr, normal, ich klinge jetzt noch mit Kermit, wenn ich ganz normal spreche, ne? Mit Kermit, der irgendwie zu viel geraucht hat. Aber es ist einfach noch zu früh am Morgen hier in Singapur und ich habe diesen ganzen Schleim noch. Also sie hat auch ein bisschen Vocal Fry, ja? Yeah. Hören wir genau noch einmal rein. Ey, Ma, Rolex Spaghetti, smitten girls and pinken caddy. Moda Risa, ich Trina, du Trick Daddy. Ich Trina, du Trick Daddy. Genau, also was wir jetzt hier haben, ist eben so ein Mix aus Vocal Fry. Wir haben hier ein bisschen aus dem angesetzten Kehlkopf, nicht ganz so hoch. Ich würde sagen, plus eins hier. Und dann so ein bisschen, ja, das Ganze gehaucht, vielleicht sogar so ein bisschen gestöhnt. Weil Hauchen und Stöhnen ist trotzdem auch nochmal so ein bisschen anders. Ja, also gehaucht ist halt, ich Trina, du Trick Daddy. Das ist halt so, das wäre halt durchgehaucht. Aber sie hat halt echt Trina the Trick Daddy. Das heißt, wir haben auch was anderes noch mit drin. Was ihr, wenn ihr selber in den Text reingeht, dann werdet ihr merken, das hat schon einen richtigen Flow. Also ich kann zum Beispiel nicht nachmachen. Ich habe auch ein paar Mal gerappt und könnte auch was rappen, aber ich habe keinen Flow. Ich bin halt kein Rapper, so, ne? Und das hat sie. Also sie hat ja ganz viel Anglizismen, die sie jetzt hier benutzt. Was bedeutet im Grunde genommen für den Sänger, für so Otto-Normalverbraucher, wie jetzt für mich oder für dich, ist es dieser Mix aus Deutsch-Englisch ist schwer für die Zunge. Weil in dem Moment, wo die Zunge halt in Deutsch spricht, bewegt sie sich ganz anders als in dem Moment, wo sie jetzt auf Englisch performen muss. Das heißt, was wir jetzt haben, ist auch für die Zunge so ein ganz kleines Workout. Und jeder, der selber mal in einer anderen Sprache gesungen hat, weiß, wie schwierig das teilweise ist. Oder wenn jemand versucht, Eminem, wollte gerade sagen, Eminems, das gibt's nicht. Wer halt Eminem mal gerappt hat, weiß halt, wow, dieser Flow gepaart mit dem Englischen, das kann teilweise, also überhaupt, ne? Das kann teilweise schwierig sein. Jetzt lass uns mal so ein bisschen weiter schauen und gucken, was da noch geht. Durch das Valley, Kelly Girls wie Katy Perry, gepierste Belly. Genau. Und da wechselt sie so ein bisschen, da wird das Ganze so ein bisschen mehr klarer. Das ist schon eine andere Ansage. Durch das Valley, Kelly Girls wie Katy Perry. Da war der Stimmklang klarer. Ne, da sind die Stimmbänder gut zusammengekommen. Also es war halt eine andere Attitüde jetzt. Und das sind halt diese Nuancen, mit denen sie halt arbeitet. Lass uns nochmal reinhören in diesen Part. Durch das Valley, Kelly Girls wie Katy Perry. Gepierste Belly, macht Deutschen wieder sexy. Pool Party, Sunshine, Kavalis. Willkommen in meiner Kürze. Und hört ihr, wie sie dann wieder wechselt zu Pool Partys, Sunshine, Kavalis. Und das ist halt, das ist der Job des Sängers, dass er halt verschiedene Nuancen kreieren kann, damit es nicht ganz so eintönig wird, sondern Abwechslung auch hat. Und ja, diese Abwechslung kann man halt kreieren, wenn man mit seiner Stimme umgehen kann. Das heißt, hier war das. Durch das Valley, Kelly Girls von Katy Perry. Gepierste Bellies, macht deutsche Rap wieder sexy. Keine Ahnung, ich habe keinen Flow. Ich bin Gesangslehrerin, kein Rapper. Aber ihr seht, die Ansage war eine andere. Und dann kommt wieder Pool Party, Sunshine, Cavalis. Lass uns da auch nochmal einen ganz kleinen Moment reinhören. Sunshine, Cavalis, komm in meine Kürbis. Was geht, Mami? Was geht, Mami? Und das war auch wieder, ihr seht, da war der Kehlkopf halt auch so wieder noch ein bisschen höher fast angesetzt. Das gehört es nicht mir. Das gehört es nicht mir. Und gerade wenn ihr diese Hintergrundakzente hört wie bye, ja, das ist halt ein sehr stark angesetzter Kehlkopf. Bye.
Und das soll das Ganze halt einfach so ein bisschen süßer machen, so ein bisschen mehr sweeter, eine andere Nuance reinbringen, ne? Soll einfach freundlicher, heller, klarer wirken. Und dafür ist es auch so. Mein Dozent hat immer gesagt, different larynx position, different styles require a different larynx position. Das heißt, egal in welchem Stil du singst, dementsprechend verändert sich der Kehlkopf. Und je höher du gehst, bewegt sich auch der Kehlkopf mit. Ja, und wenn ihr dann genau in den Chorus reinhört, lass uns da auch jetzt nochmal reinhören. Ganz kurz nur, weil Copyright is knocking on my door. Slide in the club, booty star design, hair done. Not the hot shot of kind. Wie ich mich auch dazu bewege, warum mache ich das? Hör auf damit! Das passt gar nicht. also, slide in the club, booty star design. Also, ich habe sogar keinen Flow, es ist total furchtbar. Warum mache ich dieses Video eigentlich? Ja, und wie ihr eben aus dem Chorus heraus hören könnt, wir bewegen uns halt immer in demselben angesetzter Kick-off. Slide in the club, booty star design, hair done, nails done, lad dich auf die Party ein. Ja, jetzt gibt es nochmal eine kleine Übung dazu, und zwar diese ganzen Komponenten zusammengemischt und dieser ganze Flow natürlich. Flow ist etwas, das hat man oder das hat man nicht. Also das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Es gibt einige Sachen, die kann man technisch lernen, aber einige Sachen wie Flow oder so, das hat man einfach mit drinne. Und das hat, ja, das kann man oder das kann man nicht. Ja, ganz wichtig ist also hier immer zu wissen, was ist der Unterschied zwischen einem klaren Stimmansatz und klar ausgesungen zwischen ich benutze jetzt viel Atmung oder ich stöhne jetzt diese Passage so ein bisschen wie Katja Krasavic vielleicht auch. Und ich gucke genau, was ist jetzt der stilistische Unterschied, ne? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. A, E, I, O, U. Klarer Stimmansatz. I, I, U. Klar durchgesungen. I, U. Ganz viel Luft. Vielleicht jetzt mal so ein bisschen mit diesem Stöhner. I, U. Dabei habe ich meinen Kehlkopf ein bisschen gesenkt. Das nennt sich dann im Englischen Sobbing oder Tilt. Und das Ganze bekommt dann so was Süßliches noch dazu. I, U. A, E, I, O, U. Da habe ich meinen Kehlkopf aber noch nicht gesenkt, und um diesen Stöhner zu bekommen. Und dann am Anfang habe ich ein bisschen Vocal Fry genommen. Ihr hört dann aus dem A, E, I, O, U. Also ihr hört ein bisschen heraus. Spielt mal auch ein bisschen rum. Es gibt Leute, die reden auch die ganze Zeit in einer angehobenen Kehlkopfposition. Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat. Wenn ich Videos mache, will ich einfach freundlicher, heller, klarer wirken. Ich möchte energetischer und sympathischer rüberkommen. Dann setze ich den Kehlkopf einen halben Ton, fast sogar einen Ton höher an. Weil meine eigentliche Stimme, wenn sie bequem ist und wenn ich einfach total relaxed bin, klingt dann eigentlich eher so. Ich klinge dann eigentlich total müde und ganz natürlich würde ich eigentlich so klingen, weil ich dann einfach müde und kaputt bin und eigentlich gar keine Lust hätte zu reden. Aber ich heb sie so ein bisschen an, damit ich freundlicher wirke. Ja, wenn ihr mehr Lust habt auf Gesangsanalyse-Videos, dann schaut doch mal jetzt in die Playlist rein von Shireen David. Und ich freue mich wahnsinnig, euch auch in meinen anderen Videos zu sehen. Und ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern, mit meinem Leben hier in Singapur. Und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt neu bei uns. Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei Tanja Levy Vocal Studio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com.